Das Universum. Unendlich und geheimnisvoll. Seit vielen Jahrtausenden schauen wir Menschen nachts ehrfürchtig in den Sternenhimmel und fragen uns, sind da draußen noch andere? Am Ende des 20. Jahrhunderts haben wir endlich Anhaltspunkte dafür, dass es Leben auf einem anderen Planeten geben könnte, dem Mars. Wenn das tatsächlich stimmt, dass es da oben Leben gibt, wäre es der erste Beweis dafür, dass es überhaupt Leben außerhalb der Erde gibt. Endlich stehen wir an der Schwelle zum Universum. Wie großartig, gerade jetzt zu leben. Die weitere Erforschung des Alls ist ein wichtiger Teil dieser Mission. Zwar eine sehr idealistische, aber unbedingt notwendig. Diese verblüffende Entdeckung bedeutet einen Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Aber nicht nur das. Mit messerscharfem Auge durchdringt das Hubble Space Teleskop die unendlichen Tiefen des Weltalls auf der Suche nach weiteren Anzeichen dafür, dass wir nicht allein sind. Meine persönliche Philosophie ist, es existieren noch andere Zivilisationen, andere Lebewesen in Sonnensystemen, die unserem gleichen. Ist es möglich, dass uns diese Lebewesen längst entdeckt haben, lange bevor wir sie entdecken konnten? Erich von Däniken ist anderer Meinung als die traditionelle Wissenschaft. Er ist überzeugt, unsere Vorfahren hatten Kontakt mit Wesen aus anderen Welten. Glauben Sie an UFOs? An kleine grüne Männchen vom Mars? An Begegnungen der dritten Art? Ich weiß. Aber jeder von uns hat sich doch bestimmt schon mal Gedanken darüber gemacht, ob wir denn allein sind in dem großen Universum und ob es da oben noch andere Wesen gibt und ob die Menschheit schon mal Besuch hatte von da oben. In der nächsten Stunde werden wir diesen Fragen auf den Grund gehen. Und vielleicht sagen Sie am Ende ja auch, wir sind nicht allein. Fangen wir an. Unser erstes Ziel ist Ägypten. Ägypten, die Wiege einer der ältesten Zivilisationen der Welt. Aus den Nebeln der Geschichte erheben sich hier die wohl bekanntesten steinernen Monumente der Erde. Zugleich auch die rätselhaftesten. Hoch über der Ebene von Gizeh steht die große Pyramide. Wer war ihr Erbauer? Historische Quellen sagen, der mächtige Pharao Cheops hätte sie von einem Heer von 100.000 Arbeitern erbauen lassen. Aber Erich von Däniken glaubt, dass es eine wichtige neue Entdeckung gibt, die seine Gegenthese über den Bau der Pyramide untermauern könnte. Denn er ist überzeugt, dass der wirkliche Bauherr der Prophet Henoch war, einer der 10 Patriarchen, die im Alten Testament erwähnt werden. In der Zeit vor der Sintflut. Erich von Däniken glaubt, Henoch sei von Göttern gewarnt worden, die vom Himmel herabgestiegen waren. Es würde eine gewaltige Flut bald die gesamte Menschheit vernichten. Daraufhin ließ Henoch eine Pyramide bauen und tief im Inneren geheime Kammern anlegen, in denen die Schriftrollen vor den Wasserfluten geschützt aufbewahrt wurden. Waren die Götter, die diese Sintflut vorausgesagt hatten, Außerirdische? Liegt die eindeutige Antwort darauf immer noch tief in der Pyramide verborgen? Auch im Inneren ist die Pyramide ein Wunderwerk der Bautechnik. Ein langer Tunnel führt zur sogenannten Großen Galerie. Von Däniken ist sich sicher, dass es am Ende der Galerie weitere Hinweise darauf gibt, dass Henoch und nicht Cheops diese Pyramide errichten ließ. Das ist sie also, die Königskammer. Der Schweiß läuft aus allen Poren durch die Hitze hier. Und wie jedermann sofort erkennt, keine einzige Inschrift. Nicht eine winzige Hieroglyphe. Dies widerspricht absolut dem Tyrannen Cheops. Wenn Cheops tatsächlich der Bauherr gewesen wäre, müsste es bimmeln von Inschriften zu seinen Ehren, zu Ehren der Götter. Aber da ist nichts. Die vollständige Anonymität. Noch was. Hier, der Sarkophag.
Im Jahre 823 nach Christus ist die Pyramide zum ersten Mal geöffnet worden. Der Kalif Al-Mamun stieg da hinein und was fand er? Nichts. Der Sarkophag war leer. Wo sind hier die Geheimnisse? Wo bleibt dieser Cheops, wenn es denn überhaupt Cheops war? Irgendetwas kann nicht stimmen an der bisherigen Theorie. Von Däniken glaubt, die kahlen Wände dieser Kammer beweisen, dass sie nicht als Grabkammer für Cheops gedacht war. Und noch etwas. Man muss sich doch fragen, wie konnten 2,5 Millionen gigantische Steinblöcke so genau zusammengefügt werden, dass das Bauwerk weniger als ein Zehntel Grad nach Norden abweicht? Erich von Däniken ist sich sicher, dass diese außergewöhnliche Bauleistung nur dadurch zu erklären ist, dass Henoch seine Anweisungen von außerirdischen Lehrmeistern erhielt. Wenn das so ist, wo sind dann die geheimen Kammern, in denen diese Aufzeichnungen liegen sollen? Vor kurzem unternahm ein deutsches Forscherteam einen neuen Vorstoß, um dieses Geheimnis zu ergründen. Und jetzt wurde möglich, was Gelehrte und Archäologen schon seit Jahrtausenden vergeblich versucht hatten. Hier sind wir in der Königinnenkammer. Arabische Historiker behaupten, die ganze Pyramide sei vor der Flut gebaut worden. Dies von einem König namens Saurit. Und dieser Saurit habe viele geheime Kammern in das Bauwerk gelegt. Die Archäologie hält nicht viel davon. Aber 1872 kam ein britischer Archäologe, der klopfte die Wände ab. Irgendwo klang's hohl, jetzt nahm er einen Pickel und schlug diese Öffnung frei. Die Fachleute meinen, das ist ein symbolischer Schacht. Wirklich? 1993 ereignete sich hier etwas Sensationelles. Der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink konstruierte einen Mini-Roboter, der diesen geheimnisvollen Schacht erkunden sollte. Er nannte ihn Upuaut, das bedeutet Öffner der Wege. Der winzige Roboter war mit einer Videokamera und einer ferngesteuerten Lenkung ausgestattet. Seine Mission: Folge dem dunklen Schacht und finde heraus, welche Geheimnisse tief im Innern schlummern. Wir fliegen auf der einen Seite zum Mond und was unsere Geschichte angeht, können wir zum Teil die simpelsten Fragen nicht beantworten. Und das war für mich der Anlass, einmal einen neuen Weg zu gehen, Hochtechnologie zu verbinden mit Archäologie. Und wie man sieht, war das auch sehr erfolgreich. Nach 7 Tagen war Upuaut etwa 60 Meter tief in den Gang vorgedrungen, von dem die Archäologen glaubten, er habe nur symbolische Bedeutung. Doch plötzlich endete die Erkundungsfahrt des Roboters. Eine Steintür mit 2 Beschlägen aus Kupfer versperrte ihm den Weg. Ich glaube, dass wir hier eben nicht die Vorderseite eines Teiles sehen, sondern dass wir die Rückseite eines Teiles sehen. Nämlich, man wird sehr wahrscheinlich auf der Rückseite etwas befestigt haben. Also auch ich als Ingenieur, wenn man mir die Aufgabe geben würde, ein Metallteil hier zu befestigen, würde ich das ähnlich lösen. Gantenbrink vermutet, dass der Stein an einem Seil herabgelassen wurde. Die beiden Kupferbeschläge hätten verhindert, dass jemand den Stein wieder entfernen konnte. Ist dies vielleicht die Tür, die zu den geheimen Kammern führt, die Henoch auf Anweisung seiner außerirdischen Lehrer bauen ließ? In alten ägyptischen Texten gibt es hunderte von Hinweisen darauf, dass die Götter uns Menschen hier ein großes Rätsel aufgegeben haben. Wir wissen heute, es existiert eine geheimnisvolle Kammer in der großen Pyramide. Seismologische Untersuchungen haben ergeben, auch unter der Sphinx gibt es eine versteckte Kammer. Jetzt müssen wir herausfinden, was in diesen Kammern liegt. Die alten Schriften sagen, dass wir dann spektakuläre Erkenntnisse über den Ursprung menschlicher Zivilisation erhalten werden. Erich von Däniken nimmt an, dass es hier wichtige Hinweise darauf gibt, dass Außerirdische vor langer Zeit die Erde besucht haben. Was verbirgt sich hinter der kleinen Tür aus Stein? Bisher hat die ägyptische Regierung noch keine Erlaubnis erteilt, das zu erforschen. Wer die große Pyramide tatsächlich erbaut hat, bleibt also vorerst ein Geheimnis. Teotihuacan, Mexiko. Die über 10 Quadratkilometer große Anlage wurde komplett rekonstruiert.
Fachleute vermuten, dass mit dem Bau der Pyramiden etwa 100 vor Christus begonnen wurde. Wer die Erbauer waren, ist nicht bekannt. Als die Azteken viel später hierher kamen, standen sie staunend vor den gewaltigen Ruinen. Voller Ehrfurcht nannten sie deshalb Teotihuacan, die Stadt der Götter. Teotihuacan, rund 40 Kilometer von Mexico City entfernt, ist die gewaltigste archäologische Zone Zentralamerikas. Schon die Azteken, die vor Jahrhunderten hier lebten, kannten diesen unheimlichen Ort nur in Ruinen. Und im 16. Jahrhundert, da befragte der Historiker Bernardino de Sahagún die Bevölkerung über Teotihuacan. Er erfuhr, hier hätten die Weisen ihre Zeichen für die Zukunft gesetzt. Und hier würden unter den Pyramiden Götter begraben liegen. Die gewaltige Anlage ist astronomisch ausgerichtet. Die Hauptstraße in Nord-Süd-Richtung stellt ein verkleinertes Modell unseres Sonnensystems dar. Unser Sonnensystem besteht aus 9 Planeten. Alle kreisen um die Sonne. Merkur ist der Sonne am nächsten, Pluto ist von ihr am weitesten entfernt. In Teotihuacan war die Stellung der Planeten jeweils durch ein Bauwerk markiert. Damit entstand ein maßstabgetreues Modell unseres Sonnensystems. Ein Beweis für die hochentwickelten Kenntnisse der Erbauer in Mathematik und Astronomie. Die Tempelruinen hinter der Pyramide des Mondes könnten die beiden Planeten unseres Sonnensystems darstellen, die erst in diesem Jahrhundert entdeckt wurden, Neptun und Pluto. Waren es Außerirdische, die den Baumeistern von Teotihuacan dieses Wissen vermittelt haben? Die Spitze der Pyramide hinter mir war einst mit Glimmer überzogen. Ein unübersehbares, leuchtendes Signal zum Himmel. Nur ein Zeichen für die Götter? 1881 machten Ausgräber hier eine seltsame Entdeckung. Tief im Boden stießen sie auf Steinplatten, deren Unterseite mit einer Schicht von Glimmerkristallen verkleidet waren. Dazu muss man wissen, Glimmer hat einige rätselhafte Eigenschaften. Glimmer ist hitzefest bis zu 800 Grad Celsius. Man braucht Glimmer in der Raumfahrt. Zum Beispiel die Mondlandefähre wurde mit Glimmer isoliert. Glimmer ist zudem säurefest. Glimmer ist resistent gegen sämtliche organischen Säuren und die meisten anorganischen dazu. Und das Tollste, Glimmer ist ein extremer elektrischer Isolator. Diese Glimmerschicht hier ist gleichzeitig die Decke eines darunterliegenden Raumes. Warum hat jemand einen Raum mit Glimmer isoliert? Und es muss sehr wichtig gewesen sein, diese Isolation, denn dieser Glimmer existiert nicht in der Umgebung. Dieser Glimmer ist von sehr weit her importiert worden. Weshalb dies geschah, wir wissen es nicht. Ins Weltall zu fliegen ist für uns am Ende des 20. Jahrhunderts ganz selbstverständlich. Space Shuttles starten und landen so häufig, dass kaum noch jemand Notiz davon nimmt. Und angefangen hat das Ganze vor 100 Jahren mit den Brüdern Wright. Oder etwa doch nicht. Seit Jahrtausenden hat der Traum vom Fliegen unsere Fantasie beschäftigt. Am Ende dieses Jahrtausends können wir nicht nur um die Erde fliegen, sondern sogar ferne Planeten und unbekannte Sonnensysteme erforschen. Hatten vielleicht auch andere intelligente Wesen vor uns den Wunschtraum, unbekannte Welt